Leute. Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den nochmal dabei. In doppelter Ausführung. In doppelter Ausführung. Wir gucken uns heute an Death in Texas. Wichtig. Nicht Yorion Death in Texas, sondern das gute Death in Texas. Gegen Moon Stompy. Ja. Die neuesten Version mit Moon Stompy. Also mit diesem ganzen Initiative-Gedöns. Auch, ja, aber auch nur zweimal. Mittlerweile spielen sie ja viermal. Ja, das ist also... Also das ist, glaube ich, 2 Wochen alt, Tag der Vertonung. Ja. In der Zeit hat sich da schon einiges getan. Ja. Mono White Prison sei Dank. Oh ja, das ist auch ziemlich krass. Und? Ja, an der Stelle vom eigentlichen Matchup. Früher konnte man ja sagen, ganz, ganz früher war Texas super weit vorne. Ja. Dann kam so diese Khan-Zeit. Ja. Da war Texas... Ganz weit hinten. Ganz weit hinten. Und jetzt... Ist immer Skyclave und... Ja, also genau, dann kam die Skyclave, dann kam die Skyclave-Zeit, wo das Ganze wieder mehr in Richtung Texas gegangen ist. Und jetzt mit der Initiative und diesem ganzen anderen Kram. Boah, ich bin mir gar nicht so sicher, wer hier vorne ist, ehrlich gesagt. Also dadurch, dass er kein Pokémon spielt, ja, also keinen Companion hat, ja, hat er meines Wissens nach schon ein bisschen die Nase vorn, weil er nicht so viel Fluff im Deck hat. Ja, ja. Der kommt halt jetzt eher an die Outs dran, die er gegen Stompy braucht. Braucht, ja. Und gerade sowas wie Aetherfuel und so hat einfach eine höhere Chance gezogen zu werden. Genau. Auf der anderen Seite hast du halt in Stompy immer noch so ein Deck, was Turn 1 Rebelmaster, Turn 2 Rebelmaster, Turn 3 ja, Legion Warboss machen kann. Das stimmt, das stimmt. Und Krenko mittlerweile. Nee, und Krenko, Squee. Ja, schaltet ja, auf nach der Aetherfuel. Das ist immer gut. Das ist immer richtig gut. Ich meine, schaltet zumindest immer noch die Dinge ab. Die Swords und die Mothies tatsächlich auch, ja, wenn sie nicht in dieser einen Runde jetzt kommen. Ja, oder halt über eine Carven gespielt werden. Ja. Das ist eine Stoneforge auf der Hand und ich glaube eine Mami. Ich guck mal. Was? was? Okay. Was? Was? Hey, ich glaube, das war die erste Runde an dem Tag. Dementsprechend ist das vielleicht ein bisschen zu verzeihen. Gar nicht mehr. Aber wow, doch, doch, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, das war die allererste Runde. Und wow. So, da kein Land. Kein Land und Gegner und Stompy öffnet mit einem Bloodmoon. Das ist wahrscheinlich auch, so wie ich die Hand sehe, einfach nur, damit man sich nicht totzwackt an den Engine Tombs, ja. Zwei, was kommt hier? Zwei Talia oder... Stoneforge, Talia? Talia, okay. Talia. Der Gegner hat sich jetzt ein bisschen runtergenommen vom Leben. Sie hat Erstschlag gegen die Goblins. Ja. Ist schon ganz gut. Ist schon ganz gut. Und auch Fable wird auch langsamer dadurch. Gerade Fable wird dadurch jetzt auch definitiv langsamer, ja. Mhm. Was ist denn da noch? Das ist, glaube ich, ein Rebelmaster. Das ist eine Rubbel, die Katz, ne? Ja. Ja, Rebelmaster. Rebelmaster, Token, Boom. Du kannst auch Post-Combat spielen, dann macht genau dasselbe. Manche Leute vergessen zu blocken. Ja, okay, das stimmt. Sollte man nicht machen. Da wurde gerade eine Mother of Runes in den Chalice gespielt, obwohl mir Aetherfuel auf 1 lag. Ich hätte hier volle Kontrolle angegriffen. Das stimmt allerdings. Ja, da passiert jetzt auch nicht mehr viel, ne? Ja. Da kommt ein Seamed Spirit Guide. Es war wirklich nur kein Land, das ist natürlich bitter. Ist die Frage. Ich glaube, da die Option, da einfach noch ein Gobo zu slammen, ja, und einfach zu sagen, wir rennen jetzt rein. Ja, wobei Italia ist auch nicht so geil. Ja, stimmt. Ist halt die Frage, ob du noch einen Fury findest. Ja, du gehst, glaube ich, einfach jetzt mit 2 Goblins hauen. Der Rebelmaster muss ja nicht angreifen, richtig? Nee, der Rebelmaster nicht, aber der Warboss nächste Runde. Ja. Mit dem kannst du auch lachend reinrennen, weil du kriegst einen 2-2er, dann noch einen 2-2er-Token. Dann hast du auch schon mal 5 Schaden gemacht nächste Runde. Ja, das ist ganz gut. Ja, das ist schon mal wirklich gut. Nun könnt ihr jetzt hier Stoneforge reinlegen, blocken. Stoneforge reinlegen, beide blocken. Stoneforge searcht für vermutlich Batterskull Bend im Deck. Ja. Gerade wenn der Warboss liegt. Ja. Also Beastskull und dann blockst du dich einfach wieder healthy. Ja. Also ohne Probleme tatsächlich. Ja. Da war halt die Chalice jetzt wirklich super. Die Chalice, die Ätherwahl. Ja, ohne Ätherfiole wäre die Hand wahrscheinlich auch nicht gehalten worden. Glaube ich auch nicht. Es ist so, Land, Ätherfiole, The Curve. Okay, Kaldra. Kaldra, interesting. Ja, es kann sein, dass entweder Beastskull schon auf der Hand ist oder Beastskull hier nicht hochgevalued wird. Das kann auch... Okay, du schlägst halt mit der Kaldra halt auch hart zu, ne? Ist korrekt.
da ist jetzt die Frage, kann man jetzt noch was machen als Stompy? Du hast zwei Fables auf der Hand und noch irgendwas Fleischiges. Ja. Ich glaube, den Caves of Chaos Adventurer. Ja, die Initiative Dude und einen Affen. Ist halt die Frage, wäre der nicht diese Runde besser gewesen? Du hättest ein Land bekommen, das hättest du noch spielen können. Ja. Oh. Ja, wäre besser gewesen, meiner Meinung nach. Ja, wahrscheinlich. Da kommt jetzt wahrscheinlich die Kaldra. Weil dann buffst du einfach den Rebel Master die Runde da drauf. Und dann kann der angreifen. Ja, stimmt. Dann kommt der Kaldra mit der Token. Die Kaldra mit das Token. Jetzt die Frage, haut man jetzt ins Gesicht, sonst hätte man die ja nicht gespielt. Ja. Ja. Hier greift die Ausrüstung an, die Kreatur bleibt ungetappt. Interesting. Werde ich Steffen mal fragen, wie er das gemacht hat. Er wird es kommentieren. Noch eine. Das ist zu viel Fable. Ja, mit dem Chaos Avenger gar nicht so schlimm. Die Frage ist, willst du jetzt die Initiative ins Board holen? Weil das glaube ich halt nicht. Weil das ist genau der Punkt. Gegen Texas die Initiative wiederzubekommen, ist glaube ich schwierig. Ich würde jetzt halt einfach versuchen, mit der Fable, mit dem Draw nächste Runde was zu finden. Ja. Oh. Der andere Goblin muss mit angreifen jetzt. Du hast einen Attacker. Das ist halt jetzt ein bisschen meh. Ja, aber in der Endeffekt kommt wirklich. Aber die ist auf 2 gelassen worden. Okay, da wird der Caps of Chaos Adventurer geschickt. Wird tatsächlich in die Initiative gegangen. Krass. Hm. Das ist krass. Aber wahrscheinlich einfach, weil man das Land haben will. Ja, weil du das Land haben willst. Nächste Runde Fable. Boah, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man irgendwie so lange überlegt, bis man den mit dem Kikiiki flickern kann. Kopieren kann, weil Copying das kann. Halt echt. Ja, das dumm. Ist gut. Das ist wirklich gut. Da kannst du halt wirklich dann auch durch den Dungeon durchgehen, kriegst damit auch die Initiative immer wieder. Das ist schon nicht schlecht, aber. Du kannst halt jetzt. Du musst mit dem. Ich glaube, da ist vergessen worden, dass man mit dem Dings angreifen muss. Schlichten ergreifend. Mit dem Goblin? Ja. Ich glaube, man ist noch gar nicht in Combat, weil ansonsten hätte man ja auch schon 2 Goblins. Ja, das ist noch gar nicht passiert. Deswegen ist es als Post-Combat. Das wird jetzt wahrscheinlich im Combat auffallen. Nee, Pre-Combat. Pre-Combat, oder? Ja. Pre-Post. Genau, dann geht's in Combat. Okay, wird mitgenommen. Der Goblin ist der, sehr schön. Trigger, der kriegt eine Marke. Jungen, haben wir einen 2-2er, einen 1-1er und noch einen 2-2er mit Text. Warum hat man bei Kaldra Leben bekommen? Man hat bis jetzt noch gar keine verloren. Der Texas-Spieler echt noch kein einziges Leben verloren. Ne, der erste Angriff ist in die Stoneforge gelaufen, der zweite Angriff mit 2 Token ist in Stoneforge in Talia. Jo, stimmt, man hat noch kein einziges Leben verloren, krass. Weil erste Turn 1 war Chalice. Ja, stimmt. Ja, jetzt holt man sich die Biester, kann man schieben. Ja. Das kannst du schieben. Der ist rum. Ja, da kommst du auch nicht mehr rum. Also das ist eigentlich keine Chance. Das ist Biskal und dann noch nimmst du die Initiative weg und dann, ja. Nee. Gerade die Biskal im Leben holst du nie wieder raus, außer du hast einen Arsch voll Goblins. Ja, nee, das ist keine Chance. Biskal ist eine sehr, sehr gute Karte bis heute noch Moonstompy wegen eben genau den Goblins, weil die angreifen müssen. Ja, weil die angreifen müssen, sobald der Rebel Master liegt. Deswegen ist er meistens sogar solider, einfach mit dem Rebel Master anzugreifen in der Hoffnung, der ist tot. Jo, damit er nicht immer weitergeht. Auf der anderen Seite, wenn der Textspieler nicht doof ist, dann greift er halt da und lässt er den halt einfach durchgehen. Weil genau, und blockt dann zurück und greift dann zurück an. Ja, das ist halt. Das ist halt der Vorteil am Biskal, weil die Wachsamkeit hat. Ja. Gut. Boarding. Stompy. Artifact-Hate. Oh ja, da sind 3. 3 Confluence plus. Dead and Gone. Dead and Gone, ja. 3 Fiery Confluence plus Dead and Gone. Du kannst die Moons rausschmeißen. Ja. Und dann noch wahrscheinlich eine Trinisphäre. Ja. Kataki geht nicht, der geht nicht. Andere Version wäre, du schmeißt die. Ach stimmt, du hast die Autos, hast du ja auch noch drin. Dann lässt du einfach die Moons drin. Weil die Trinisphären sind irritär schlecht. Ja, das stimmt.
Weil Blood Moon kann dir immer noch helfen. Ja, und dann Texas-Seite, Councils. Ja. Vielleicht den wie heißt der? Peacekeeper? Peacekeeper? Peacekeeper ist nicht schlecht gegen so ein Deck. Ja, das stimmt. Peacekeeper ist echt nicht schlecht. Boah, da pitcht man Fury. Uff. Und exalten Affen. Okay, das ist aber auch, wenn ich das gesehen habe, ist das noch ein Goblin in noch ein Goblin in noch ein Goblin. Genau so gewinnt man. Ja, ja, das ist Goblin in Goblin in Goblin. Jetzt fehlt nur noch ein Land von der Top und dann rollt der Rubel. Und genau so, meine Damen und Herren, gewinnt man gegen Devon, Texas mit Moonstompy. Man haut einfach so hart zu, dass der Gegner nicht mehr aufstehen kann. Wenn man... Ne, das ist sogar noch das Land. Das 3-Damage-Land. Ja, 3-Damage, ist egal. Die 3-Damage kriegt der jetzt. So, das heißt, du gehst jetzt her als MDFC. 3-Damage. Noch ein Rebelmaster. Und dann nächste Runde noch ein Warboss. So will ich das sehen. Das sind 8 Schaden. 3, 5, 6, 7, 8 Schaden. Wow. Der ist jetzt gleich schon Half-Life. Ja, das ist halt ein guter Turn 2. Legacy, der Turn 1 Format. Ja, das stimmt. Dann ist es halt wirklich. Machst halt einfach mal Leute mit Goblins platt. Ja. Das ist Natalia auf der Hand. Der bringt dir halt genau gar nichts mehr. Nee, nächste Runde. Also, wenn du jetzt keinen Goblin wegbekommst, dann hat halt nächste Runde allein schon 5 Token. Dann hast du vielleicht 1-2 Blocker. Ich weiß nicht, wie man das schaffen will. Ja, das ist ja... Da ist, glaube ich, noch eine Mutti mit Vial of Isis drauf. Ja, aber die Mutti, willst du die Mutti da reinbolzen? Ja, wenn du musst. Besser als tot sein. Ja, stimmt halt auch, aber das beseitigt halt das Problem nicht. Vor allen Dingen das Problem jetzt auch noch. Das sind halt jetzt 6 Token, die da angeflogen kommen. Allein die Token bringen dich um. Das ist tödlich. Die Rebel Master sind halt jetzt 8-8 jeweils im Angriff. 9-9 im Angriff. 9-9 im Angriff, ja. Das tut auf jeden Fall weh. Jo. 5 Leben, krass. Ne, der eine Rebel Master lebt noch. Ich glaube, das wird gleich auch realisiert. Einer ist auf jeden Fall noch im Leben. Aber selbst wenn, da liegen halt 6 Token, das ist halt so irrelevant. Mhm. Ja, also das ist halt krass, wie ein Moonstompy halt genau diese Goblin-Starts auch benutzen kann. Ja, das ist halt immer schon die Stärke von dem Deck gewesen, selbst mit den Khans. Ja. Du hast ja mit dem Khans hast du ja trotzdem noch die, ich glaube, jetzt wird es realisiert, ja. Mit den Khans hast du ja trotzdem immer noch 6 bis 8 Goblins gespielt. Ja, die Goblins sind halt auch die Starke. Deswegen ist ja auch die Goblin-Variante die mehr gespielt wird mittlerweile. Viel aggressiver. Ja. Auch mit dem Case of Chaos Adventurer, das ist dann halt... Wenn du nicht Initiative. Wenn du nicht gegen Texas spielst, Sport. Das ist halt auch... machst du halt, ne? Ja, das ist ziemlich um. Das sind ja allein nächste Runde sind halt 7 Token. Man hat noch eine Stormfort, aber die bringt halt genau gar nichts. Ich glaube, eine Leia ist noch auf der Hand. Das ist ein Squee. Oh, ein Squee. Der hat auch noch Eil und bringt einen Token mit. Jo. Der hat's lieb. Das sind allein 8 Token. Gut, gehen wir in Game 3. War ein schnelles Game 2. Ja. Ändern beim Board, glaube ich, nichts. Weiß ich nicht, kann man... Ich glaube, on the play, on the draw, Boarding beim Moonstompy... Gibt es, habe ich schon gemacht, aber nicht gegen Texas. Und Texas hat halt auch seine guten Sachen einfach jetzt schon drin. Und ja. Die behält man auch einfach drin im Moment. Auf der anderen Seite muss man ja wirklich schauen, wie die Starthände sind. Ja, das macht jetzt viel aus. Eben eine Mama. Wenigstens kein Fjord-Start. Nee, das ist schon mal gut. Kommt drauf an, auf welcher Seite du stehst. Da ist auf jeden Fall ein Rebelmaster. Oh ja, da geht die Goblin Reno wieder los. Oh mein Gott. Das ist strong. Boom. Da wartet man, glaube ich, sogar noch auf den Trade. Oh, da wird noch ein Affe gepitcht für einen Dad auf die Mutti. Jawohl. Jetzt ist man halt. Man hat noch 2 Handkarten? 3? Ja. 3.
Oh. Das ist schon ziemlich gut. Boah. Sword Stink Goblin. Jetzt brauchen wir halt ein Land, ne? Sonst hängt man tot in der Luft. Ja, leider. Krass. Und Wasteland. Jupp. Einmal alles weggeräumt. Einmal das Board geklärt. Das ist natürlich nice. Ja, okay, der eine hat halt einen Goblin. Der andere ein getapptes Land. Der andere ein getapptes Land. Wenn es natürlich noch ein Wasteland kommt, wird das spannend. Auf der anderen Seite, wenn das Wasteland nicht wäre. Da ist noch ein Moon, sind noch ein Board. Wäre dann noch ein Goblin gekommen. Ja. Elder Fjord, Turn 2. Noch ein Waste, Alter. Uff. Ja, also ich glaube, mit einem Goblin gewinnt man hier keinen Blumentopf. Nee, nee. Den Dings kannst du auf der Hand behalten. Ja, Chromox kann man schon benutzen. Ah, da ist noch so ein getapptes Land. Ja, wow. Getappter Mangas-Modus. Das tut weh. Ah. Oh, da wurde noch schnell genug reagiert. Die Mangas-Ding ist Skyclip Apparition. Wow. Wenn man einfach beidseitig einfach nur komplett gebumst ist. Du machst halt jetzt nichts. Ja gut, du kannst Chromox legen, den Blattmund reinlegen, Chalice of 1 legen. Ja, die macht jetzt halt auch nicht mehr viel. Ja, also sie nimmt halt jetzt die ganzen One-Drops raus. Ja. Immer noch. Du selber hast nur noch einen drin, das ist das Dead. Ja. Und da kann man immer noch einen Gorn spielen. Jo. Aber ist halt irgendwie auch immer so, du nimmst auch Blasts rein, das fühlt sich immer so komisch an. Ja, das glaube ich dir. Oh, das sind zwei Goblins. Ein Mana! Ein Mana und die zwei Goblins werden enabled. Auf der anderen Seite ist der Deckspieler wahrscheinlich auch da. Gib mir nur Länder. Ja, oder halt eine Weile auf der passenden Zahl, ne? Ja, die kommt ja jetzt. Das ist die auf 3, ne? Ja. Boah. Und na, das ist Caracas. Caracas und eine Plains. Ja, kommt wahrscheinlich jetzt total irgendeine Jitte. Mit Jitte. Hä? Die Fable macht kein Mana. Macht nein. Mana, aber ist nicht castbar. Oh, zwei Wastelands. Ich würde hier wirklich die. Okay. Ich hätte jetzt die Apparition reingespielt, hätte den Chromox weggenommen und den Goblin geblockt. Das wäre mein Move gewesen. Dann jetzt equippen und bieten, dann ist halt Mit der Flicker bist auf der Hand, das wäre mein Move gewesen, glaube ich. Ja. Der Move hier ist halt so, man verschwendet halt leider Ressourcen. Weil du kannst dann immer noch mit der Vial of 3 den Apparition nochmal flickern, weil du kriegst 0-0er Token. Genau. Deswegen, also da wäre auf jeden Fall der Move gewesen, den ich gezogen hätte. Mal gucken, ob hier sich das noch was ändert. Ja, da wird jetzt versucht, irgendwas zu finden, aber die Fable ist wahrscheinlich schon so gut wie weg. Ja, da geht die Skyclip dann auf die Fable. Wunderschöne Token. Ja, von Tokens vor allem, die wiederkommen. Yes. Die geht dahin weg. Nimmt man jetzt die Jitte-Counter direkt runter? Ich glaube, ja. Ja, du kannst den Goblin einfach wegschnupfen. Ja. Kommst in die nächste Runde für 2 mehr rein. Kommst du für 5 anstatt für nur 3. Ja, aber dann hast du gar keine Counter mehr. Ich denke, du willst die Counter auf der Jitte haben. Ich hätte den jetzt einfach umgenutzt. Mehr Wastelands! Oh, da hat er schon 3 Wastelands gefunden. Das hier hat was von Schweineschlachten. Ja. Dann haben wir den abgeschoben, dann für 5. Uff. Das ist rum. Das ist ziemlich hart in die Hand. Da kommt noch nicht mal ein Fury, kann da jetzt noch was retten. Nee. Da ist sogar. Die könnte was retten. 2 Schaden, Destroy Target Artifact. Ja. Naja, da wird schon hochgedreht. Ja, Flicker den Chromox. Ja, dann ist um. Ja, gut. Ja, 2-1, Devon, Texas. Sehr, sehr schönes Match. Sehr, sehr viel gelernt daraus, wie man danach noch verbessern kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.